Hinter verschlossenen Türen, in dunklen Räumen, hocken vor grellglühenden Bildschirmen Menschen. Und dann eines Tages schlich sich von hinten, ganz leise auf Zehenspitzen, die Oberflächlichkeit an sie heran. Legt ihre Hände auf die Augen des Menschen und flüstert ihnen ins Ohr, rat mal, wer bin ich? Du bist der Grund, weshalb ich nur an der Oberfläche meines Bildschirms kratze, wenn es ums Kennenlernen geht, antwortete der Mensch und fuhr fort. Du machst mir mein Leben leichter. Ich kann Menschen wie Dinge in Schubladen stecken. Statt mir wohlüberlegte Bilder mit bunten Farben von ihnen zu malen, schaue ich mir einfach nur ihr Profilbild an. Und ob auf Suche oder nicht, hocke ich vor meinem Smartphone wie Schichtarbeiter am Fließband und wische den ganzen Tag links, links, rechts, links, links, rechts, quasi Ausschuss, Ausschuss, gute Ware, Ausschuss, Ausschuss, gute Ware. Leute, die Tinder-App ist doch was für Menschen, die mental eher so Duplo statt Lego sind. Und ich bin da eher so Lego-Technik mit Zahnrädern, Hydraulik und hast du nicht gesehen? Bisschen arrogant, ich weiß, aber wahr. Ob wir sozial verkrüppeln, weiß ich nicht. Pff, kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es ähnlich dem täglichen Altern irgendwann zu spät ist, ehe wir es bemerken und uns fragen, Alter, wo ist die Liebe hin? Das Leben rast an uns so vorbei, als ständen wir in einer Carrera-Bahn. Die Autos niu, niu, flitzen an uns so vorbei. Die Möglichkeiten niu, schießen an uns so vorbei. Und obwohl sich bloß die Welt und all das drumherum so schnell bewegt, macht mich das so erschöpft, als müsste ich mich selber so schnell bewegen. Durch den Tag jetzt. Heute habe ich mich gerade einmal 11-mal verliebt. 9-mal davon beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Einmal im Bus, da lächelte sie zurück, also dem Typen neben mir. Und das andere Mal, da lief sie sich mehrmals über die Schulter schauen, ganz verängstigt davon. Ich hatte sie auch bloß ein bisschen angeschaut und dann irgendwann angefangen zu grinsen. War das komisch? Egal, ich muss weiterhetzen, hab keine Zeit für Beziehungen, muss an meinem Lebenslauf fallen, um dann im Bewerbungsgespräch gefragt zu werden. Herr Malinowski, wo sehen Sie sich so in 5 Jahren? Lassen Sie mich mal liegen in Ihrer Frau, Sportsfreund. Oh, ich bin eigentlich ein Netter. Egal, ich muss weiterhetzen. Hab keine Zeit für Beziehungen, muss an meinem Lebenslauf fallen, damit ich später mal das große Geld mache und die Bitches bänge. Hashtag Ingenieurstudent, Hashtag dumm wie Brot. Naja, Geld ist nur Papier und Metall und ich brauch bloß Luft und Liebe zum Leben. Mach und ab und an eine Salami-Pizza, nicht zu vergessen. Ich glaube, wir müssen uns und unsere Beziehung langsam mal entschleunigen. Es muss wieder knistern. Kann einer mal einen Kaminofen anmachen, das Licht dimmen. Wir brauchen gedimmtes Licht für softe Emotions und slowe Feelings. Es muss mehr Funken sprühen. Wir brauchen mehr Magie und Soul und Jazz. Dieses Naivisch und dieses Skibidi-Baba. Ja, das ist so eine Fremdschämen-Szene. Ja, geplant. Wo ist die Amore, die Love, die Me-Wash? Wo sind die Love-Stories aus der Bravo in einem Keller, wo sie auch hingehören? Aber wo verdammt nochmal ist die Liebe hin? Vielleicht haben wir auch einfach nur ein bisschen Angst, wollen kein unnötiges Risiko eingehen, wollen nicht verletzt werden. Ich meine, Trennungen sind nicht so toll. Wusstet ihr, dass Kleinkinder den Verlust ihrer Teddybären genauso schlimm empfinden wie erwachsene Trennung? Genau deshalb darf man sie in diesem Moment nicht auslachen, sondern muss sie ernst nehmen. Das merke ich mir. Und wenn ich dann meinem Kind den Teddy wegnehme und ihn vor seinen Augen anzünde, dann schreie ich, du musst lernen, dich von Dingen und Menschen zu trennen und jetzt soll nicht rum. Was kann Kamillentee und ein bisschen Zeit denn nicht schon wieder hinbiegen? Wir müssen Vertrauen schaffen, zeigen, dass man sich darauf einlassen soll und keine Angst haben muss. Wir müssen Liebe ansteckend machen. Wo bitte bleiben die Jolo-Rufe, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht? Ha? Schon Opa meinte, was von alleine kommt. Pff, das geht auch von alleine. Nö, ich will kein Syphilis, Gonorrhoe oder Chlamydien. Bah, Genitalbarzt. Nee, sorry, will ich nicht. Ja, ja. Hauptsache keine Umwege gehen. Schön im Kreis kreisen, schnurstracks geradeaus auf breit getretenen Faden laufen. Ich meine, klar, allein der Sprachgebrauch ist nicht gerade vertrauenserweckend, wenn wir von Amor sprechen, der uns einen Pfeil durchs Herz schießen will. Oder wenn Frauen von schürzenden Jägern gejagt werden, die zum Stich kommen wollen. Das klingt doch alles sehr brutal. Und trotzdem, hab keine Angst zu fallen, zu stürzen, dir beide Beine zu brechen. Es wird gewiss wehtun, aber du wirst dir gewiss sein, geliebt zu haben. Und währenddessen frage ich mich zum letzten Mal, wo verdammt nochmal ist die Liebe hin? Ted Mosby irrt von einer Staffel in die nächste auf der Suche nach der perfekten Partnerin. Ich schlage mir auf die Stirn und kotze dabei, was für ein Bild uns da verkauft wird. Es gibt keinen menschgewordenen Thermomixer. Den perfekten Partner gibt es nur, wenn du Ödipussy auf deine Mami abfährst. Ja, ja, da bleibt ja immer der Zweifel. Sobald eine andere daherläuft, die hübscher, lustiger, fettarschiger ist als ich, wird der mich links liegen lassen. Nee, Pustekuchen. Ich will mich an deinen scharfen Kanten schneiden, mir blaue Flecken an deinen Ecken holen, denn dadurch wirst du für mich erst wirklich greifbar. Ich will beim Memory-Spiel von deinen Macken immer gegen dich gewinnen, jeder deine Ängste spüren und dir all deine Makel schönreden, damit du nicht so oft an dir zweifeln musst. Ich will dir beim Pickel ausdrücken, zujubeln und dich anfeuern. Ja, du bye, hör auf, du bist so eklig. Ich will dich auslachen, weil du mal wieder gegen ein Möbelstück gelaufen bist, ist danach zurückgeschlagen und persönlich beleidigt hast. Deine Tollpatschigkeit hat in der Ausführung auch etwas sehr Lässiges an sich. Ich will dich nicht trotz, sondern eben wegen deiner Unebenheiten. Ich will keinen glatten, eindimensionalen Menschen, hier im Klassenbuch gewesen. Ein Sabi, danach erstmal in Australien und dann BWL studieren. Glückwunsch. Hobbys, Fitness und Videos von sich schminkenden Menschen auf YouTube anschauen. Toll.
Ich will deine Wut aus- und Nervenzusammenbrüche erleben. Will wissen, wie sehr du daneben bist. Schließlich sollen unsere Kinder gesund sein. Will wissen, wie groß die Dementoren da im Kopf sind und dir dein Patronuszauber sein. Vielleicht kannst du ja meiner sein. Du weißt, ich bin auch nicht so ganz richtig. Obwohl ich mit Texten auf Bühnen stehe, bin ich oft bloß einsilbig und so verdammt distanziert, denn Worte zu Sätzen zu packen, fällt mir immer noch irgendwie schwer. Aber reden wir nicht über mich. Schließlich müssen unsere Schalen hart sein, sodass unser weicher Kern verborgen bleibt und nicht gefunden wird. Und deshalb pilgern wir auch in Fitnesstempel, um unsere Körper zu stehlern, auf dass wir dann, wenn wir unserem Traumpartner dort hinten im dämmerigen Licht an der Theke begegnen, sagen können, guck mal, mein Bizeps. Ja, toll. Zum Schluss mein Appell, auch wenn das jetzt abrupt und mehrdeutig endet, öffnet euch und schenkt euch Liebe. Das ist eigentlich ganz einfach. Dankeschön.